Hallo und willkommen, meine Lieben. Heute brauche ich das hier. Ja, wozu brauche ich diese Flasche Wein? Auf jeden Fall nicht zum Trinken, sondern wir brauchen etwas für den Partytisch. Und was das genau ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, was brauche ich jetzt hier? Erstmal wieder so eine schöne Leimholzplatte. Das ist wieder Kiefer- oder Fichte-Leimholz. Und jetzt muss ich mich erstmal für das Rauschen entschuldigen, weil bei minus 3 Grad in der Werkstatt muss es ein bisschen einheizen. Jo, wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Leimholzplatte. Und die habe ich schon vorbereitet. Ich habe hier, falls ihr das sehen könnt, hier schon mal ein Herz drauf gemalt. Was das jetzt alles soll, sehen wir gleich. Wir werden jetzt erstmal das Herz ausschneiden. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier das Loch rein. Dann gucken wir mal, ob es aus der Flasche passt. Und dann geht es mit dem nächsten Schritt weiter. Passt nicht nur auf eine Weinflasche, sondern auch auf eine Bierflasche. So. Weinflasche. Sitzt auf jeden Fall perfekt. Ja, die Löcher für die Dedelstahler sind jetzt drin. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir es erstmal schön schleifen. Zwar erstmal 8er oder 20er, 200er und immer feiner. Und zwischendurch werden wir auch lackieren, damit wir eine schöne Oberfläche kriegen. Und das werden wir erstmal machen. Wir sehen uns dann wieder, wenn das soweit fertig ist. Ja, das Herz ist jetzt soweit fertig. Das ist schön lackiert, mehrmals geschliffen, mehrmals lackiert. Das glänzt jetzt richtig. Ich kann es hoffentlich ein bisschen sehen. Ja, sieht man. Würde ich sagen, richten wir uns mal den Partytisch her. Und dann zeige ich euch mal, wie das eventuell aussehen könnte. Ja, der Dedelstahler für die Weinflasche ist fertig. Mich würde jetzt mal interessieren, was ihr davon haltet. Und dafür einfach unten mal in die Comments schreiben, wie euch das Projekt gefallen hat. Auf jeden Fall von dem Serviertablett. Das Video verlinke ich euch hier oben nochmal. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn es gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall den Daumen da. Und wer mag, natürlich ein Abo. Wenn ihr nichts mehr verpasst auf diesem Kanal, haut uns einfach eine auf die Glocke. Und ich warte jetzt auf eine liebe Person und dann wird die Flasche geköpft. Viel Spaß noch auf meinem Kanal und tschüss!